Also ich denke mal, Herr Stevens hat sich für dieses Projekt entschieden. Der hat schon etliche Mietshäuser hier in Mollbergen stehen. Er sieht natürlich auch den Bedarf der älteren Generation. Es sind ja einzelne Wohneinheiten, die hier dann entstehen. In kleinem Format, das heißt, das sind sehr kleine Wohnungen, aber halt altersgerecht aufgebaut, sodass sie auch behindertengerecht sind, um dann halt das ganze Projekt mit der Caritas zusammen, also mit dem Herrn Suing und dem St. Elisabeth Stift, zusammen dann vor Ort zu verwirklichen, dass die ganzen Wohneinheiten mit Personen gefüllt werden, die zum Beispiel irgendwelche Hilfe benötigen, die zum Beispiel jetzt zwar alleine wohnen möchten und noch nicht irgendwo in ein Pflegeheim oder in ein anderes betreutes Wohnen gehen möchten, selbstständig sind und trotzdem die Möglichkeit haben, eine Hilfe dazu zu buchen. Für diese Generation, denke ich mal, diese 60 plus, ist es etwas ganz Besonderes, weil die einfach die Möglichkeit haben, sich vor Ort zu verwirklichen. Die haben den Blick zur Kirche. Wir haben auch die Möglichkeiten, verschiedene Spaziergänge zu machen. Sollten Angehörige zum Beispiel schon verstorben sein, haben sie die Möglichkeit, fußnah hier ihren Angehörigen auf dem Friedhof zu besuchen oder allgemein, wie Sie schon gesagt haben, das Grüne. Und somit hat man wirklich alle Möglichkeiten. Man hat es nicht weit zu den Einkaufszentren. Man hat das aber auch nicht weit nach Dwerchte in dem Park, beispielsweise im Landalpark. Also allgemein, die ganzen Sachen sind ja wirklich sehr zentral hier. Viele sind auf der Suche nach kleinerem Wohnraum. Gerade in dem Alterskreis 60 plus ist dann irgendwann die Fragestellung, was soll ich mit meiner großen Wohnung, was soll ich mit meinem großen Garten noch? Und wir sehen, dass viele genau aus diesem Personenkreis nicht unbedingt in einer stationären Einrichtung leben möchten, sondern in ihrem häuslichen Umfeld verbleiben möchten. Dieser Bedarf ist gerade hier auf dem Land noch stärker auch ausgeprägt und wir glauben, dass wir mit diesem Konzept eine gute Lösung genau auf diese Frage gefunden haben. Wir freuen uns, dass wir hier am Standort, denn auch in Mollbergen, zukünftig noch präsenter sein dürfen, dass wir diese neue Konzeption gefunden haben, die sicherlich auch für Mollbergen einen Schritt nach vorne ist und potenzielle Mieter können sich schon gerne jetzt auch über unsere Homepage der Caritas Sozialstation Essen-Nastrop-Mollbergen melden. Wir stehen für Beratungsgespräche jederzeit und auch gerne zur Verfügung.